Willkommen zur Drontech Academy, heute zum dritten Teil zum Thema Lageregelung hier am QCS, am Copter, auf dem Stativ. Der ist jetzt hier in dieser Konfiguration, dass der über einen Freiheitsgrad sich drehen kann. Der kann sich auch, wenn man das hier rausnimmt, über zwei Freiheitsgrade drehen. Und wenn man das jetzt so reinsteckt, dann kann der sich nur noch drehen und nicht mehr kippen. Und damit fangen wir heute an. Der verbreitetste Regler in quasi allen Regelungssystemen ist der PED-Regler, auch in Coptern ist es sehr verbreitet. Und wir gucken uns jetzt mal eben an, was ein PED-Regler ist und was die Hauptbestandteile davon sind. P, I und D stehen für Proportional, Integral und Differential. Und das sind Komponenten, die auf dem Fehler zwischen Soll- und Ist-Wert der Regelschleife sich auswirken. Oder einfach ausgedrückt, der Copter hat einen Sollwert, zum Beispiel er soll die Nulllage regeln im Flug, wenn er zum Beispiel schweben soll. Und wenn jetzt irgendein Einfluss kommt, der ihn runterdrückt, dann hat er jetzt einen Ist-Wert, sagen wir mal 5 Grad, der dann der Fehler ist. Also Soll minus Ist ist gleich 5 Grad Fehler. Jetzt haben wir den P-Teil. Der P-Teil wirkt proportional zum Fehler. Das heißt, wir würden einen Faktor nehmen, 5 Grad mal irgendein Faktor. Und diesen Wert als Spannung reduzieren wir diesen Motor und erhöhen den hier. Das heißt, der würde ein bisschen schneller drehen, der ein bisschen langsamer und der Copter kommt wieder hoch. Was jetzt eintritt, ist, der Copter würde immer oszillieren, weil in dem Moment, wo er oben ist, hat er immer noch eine Geschwindigkeit, würde also überschießen. Das heißt, er oszilliert immer hin und her. Das sieht man auch sehr schön nachher hier an dem System. So, um dieses Oszillieren zu stoppen oder um das Überschlag quasi zu reduzieren, hat man dann den D-Teil, den Differentialteil. Das ist die Ableitung des Fehlers, beziehungsweise in unserem Fall die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, je schneller der Copter sich bewegt, desto mehr arbeitet der D-Teil dann dagegen. Das heißt wiederum, wenn der Copter schnell hochkommt, würde der Motor stärker arbeiten, der schwächer und bremst ihn dann hier oben rechtzeitig ab. Mit P und D alleine kann man den Copter absolut stabil regeln. Einziger Nachteil ist, man kann eine stationäre Regelabweichung nicht beheben. Stationäre Regelabweichungen treten immer dann auf, wenn das System unsymmetrisch ist, jetzt hier im Fall des Copters zumindest. Das heißt, wenn dieser Propeller zum Beispiel ein bisschen beschädigt ist, also hier ein bisschen weniger Kraft erzeugt wird, also dann der Copter also einen ganz kleinen Fehler hat, wie zum Beispiel von 2 Grad, dann ist der P-Teil natürlich sehr klein und der D-Anteil ist auch 0, weil der Copter sich nicht bewegt, also käme er nicht mehr ganz in die Nulllage. Das kann man dann darüber lösen, dass über die Zeit dieser Fehler auch integriert wird und dieses Integral sorgt dafür, dass dieser Motor immer ein bisschen stärker dreht als der hier, um die Unbalance auszugleichen. Unbalance kann zum Beispiel Propeller sein, kann zusätzliches Gewicht auf einer Seite sein, kann unausgeglichene Motoren sein, irgendwie ein kleiner Unterschied ist fast immer festzustellen. Also, nach dem Einstieg mit der Theorie, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir starten das Programm eben Qplay. Und als erstes müssen wir jetzt erstmal mit dem Copter verbinden. Das heißt, wir wählen jetzt hier den COM-Port aus. Bei uns ist das COM-Port 13 USB. Und machen hier Start, um die Serie zu verbinden. Um zu sehen, ob das funktioniert, können wir jetzt hier einmal beim Copter auf Reset drücken. Und dann kriegen wir schon die Nachrichten und wissen direkt, dass funktioniert. Also können wir uns schon direkt mal mit dem QCS-Reiter beschäftigen, wo wir jetzt hier den Regler dimensionieren können. Hier links oben ist das Dropdown-Menü, wo wir in vier Schritten einmal Lagerregelung, das heißt in einer Achse kippen, machen können oder auch den Yaw-Regler, wo wir dann das Gieren regeln können, als auch die zweite Yaw-Regelung, also wo dann beide Regler gleichzeitig aktiv sind. Dazu müssen wir den Copter dann so umstellen, dass beide Gelenke mechanisch freigegeben sind und im letzten Schritt können wir den auch noch steuern. Das heißt, soll Werte für die Regelung vorgeben. Im ersten Schritt den Lageregler zu dimensionieren, da fängt man damit an, sozusagen den P-Wert zu erhöhen, bis der Copter anfängt zu oszillieren. Dann erhöht man den D-Wert, sodass er dann schon stabil ist. Und wir demonstrieren das jetzt einfach mal an einem Beispiel. Dazu stelle ich beide Werte nochmal auf 0 und mache den Copter einmal an. Also, jetzt starten wir mal den Copter.
Also, wir stellen jetzt hier den PD-Regler ein. Zunächst den P-Anteil erhöhen wir so weit, dass er oszilliert. Wenn wir den Anteil zu weit erhöhen, wird er sehr aggressiv. Also stellen wir ihn wieder ein bisschen runter. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen D auf einen relativ mittleren und kleineren Wert. Und dann ist er bereits stabil. So, jetzt können wir das P noch ein bisschen weiter erhöhen, um es noch ein bisschen zu feintunen, damit er ein bisschen schneller wieder hochkommt. Oder aber wir können jetzt noch am D arbeiten, das heißt den Differentialteil weiter erhöhen, damit wird er noch langsamer. Oder aber weiter zu reduzieren, dann fängt er an überzuschwingen und dann können wir als nächstes jetzt noch den I-Anteil hinzufügen, um die stationäre Regelabweichung loszuwerden. Und wenn wir den D-Anteil jetzt deutlich erhöhen, dann fängt er das Zittern an. Das heißt, die Dämpfung ist dann keine Dämpfung mehr, sondern sie sorgt dafür, dass das System angeregt wird. Reduzieren wir noch mal ein bisschen, dann ist er sehr langsam. Und wenn wir auf einen guten Wert weiter reduzieren, dann wird er wieder schneller. Wir schalten jetzt auch noch mal den I-Anteil kurz aus. Oder reduzieren das I, um jetzt besser den Effekt von D sehen zu können. Also wir erhöhen das D nochmal, da sieht man, dann kommt er deutlich langsamer, fängt auch zitternd an, weil Sprünge in der Messung jetzt das System wieder eher anregen als zu dämpfen, sodass man auch gucken muss, dass man den Anteil nicht zu hoch einstellt. Und wenn wir den jetzt weiter reduzieren, dann schwingt er wieder über. So, jetzt können wir auch ein bisschen versuchen, Optimum zu finden. 60 ist ein bisschen zu niedrig. Nehmen wir als nächstes mal den Wert 90. Das ist schon ganz ordentlich. Damit kann man leben. Weiter geht es jetzt mit dem Yaw-Regler. Dazu stellen wir jetzt hier oben auf zweitens Yaw-Control. Und das erste, was wir wieder machen müssen, ist dann den P, D und I-Anteil einzustellen. Also wir fangen an mit P, erhöhen das ein wenig, bis der Kopter anfängt, sich wieder in die Ausgangslage zurückzubewegen. So, wenn dann wir das P gut eingestellt haben, können wir ihm ein bisschen D geben, um es ein bisschen zu dämpfen. Wir sehen, dass mit dem P dreht er sich schon zurück, aber mit dem D können wir die Dämpfung erhöhen und dadurch zielsicher den Sollwert erreichen. D20 ist mal ein ganz guter Wert, fangen wir jetzt mal damit an und gucken uns noch so ein bisschen das Verhalten an. Ist noch ein bisschen zu wenig gedämpft, 25 ist jetzt ein bisschen besser. So ist es schon ganz ordentlich. Jetzt können wir das P nochmal ein bisschen reduzieren, dann ist er ein bisschen weniger aggressiv. Oder wir erhöhen das P deutlich, dann ist er deutlich aggressiver. Wir sehen auch direkt, dass er stärker regelt. Also nehmen wir mal wieder einen guten Mittelwert, 150. So, weiter geht's mit Nummer 3, der 2DF-Regelung, also Superposition. Man sieht hier schon direkt, dass beide Reglerparameter jetzt aktiv sind. Das heißt, man kann sowohl den Lageregler als auch den Yaw-Regler gleichzeitig parametrisieren. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie gut wir das bisher gemacht haben. Nein, das heißt natürlich ganz klar, wenn die gleichzeitig regeln, dann machen die natürlich Probleme. Das heißt, wir werden die Parameter jetzt mal ändern müssen. Damit das so funktioniert, müssen wir den mechanisch so umstellen, dass wir jetzt sowohl die Lagerregelung, also das Kippen können, als auch die Yaw-Regelung, also das Gieren. Dazu ziehe ich einfach den Verriegelung raus und der Kopter kann sich in zwei Freiheitsgraden bewegen.
Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie er sich so verhält. Wir stellen jetzt noch ein bisschen das P höher und das D höher von der Attitude-Regelung, weil der ist gerade ein bisschen schlapp gestartet. Das sollte jetzt ein bisschen besser gehen. Das sieht doch schon mal besser aus. So ist das gut. So, jetzt gucken wir uns auch den Lager, den Yaw-Regler an. Da machen wir es okay, damit er ein bisschen schneller zurückkommt, wenn ich jetzt ihn ein bisschen traktiere. So, und jetzt können wir uns um Nummer 3 kümmern, die Limitationen, also die Begrenzungen. Der erste Teil, das Yaw-Control absolut, ist ein absoluter Wert, womit man den Yaw-Regler begrenzen kann. Das heißt, mehr Einfluss hat er nicht. Das heißt, wir kastrieren ihn da ein bisschen und man sieht direkt in der Regelung, das führt dazu, dass er natürlich deutlich so zurücktritt. Jetzt können wir hier auch noch mal ein bisschen das Überschwingen reduzieren, indem wir das D reduzieren vom Yaw-Regler. Das sieht auch schon mal ein bisschen besser aus. Machen hier insgesamt mal ein bisschen schwächer, also das P reduzieren und das D auch noch mal ein bisschen runter. Ja, so ist das schon mal ordentlich. Jetzt muss man natürlich auch mal ein bisschen ausprobieren. Also wenn ich ihn jetzt ordentlich anschubse, dann sieht man auch gut, wie der runterkippt. Als nächstes kümmern wir uns jetzt um den Minimal Correct Relative, das ist jetzt im Verhältnis zum Attitude-Controller. 30% heißt, der Attitude-Controller hat immer 70% der Leistung und 30% kriegt nur der Yaw-Controller, wenn der Attitude-Regler gerade nichts zu tun hat. So, wir haben ein bisschen Feintuning der PD-Parameter von dem Yaw-Regler, damit es nochmal ein bisschen besser aussieht. Und jetzt reduzieren wir auch noch das D von der Attitude-Regelung, auch damit er ein bisschen schneller hochkommt. Ja, das ist auch schon mal deutlich. Weiter geht's mit Force and Steering. Hier können wir jetzt die Sollwerte einstellen für die Winkel. Wir fangen jetzt einfach mal an mit Pitch, 10 Grad oder auch minus 10 Grad oder auch gleich wieder zurück zu 0 und das gleiche können wir auch mit Yaw machen. Mit Roll können wir hier leider nichts machen, weil wir haben die Rollachse ja fixiert, da passiert nichts. 60 Grad oder auch minus 60 Grad oder dann direkt wieder auf die 0 Grad. Oder aber mal 90 Grad und mal minus 90 Grad. Also, das war der letzte Punkt Steering. Damit sind wir durch mit dem Thema Lagerregelung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal in der DroneTech Academy. MCopter. DroneTech Experts.